Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute die Degusta-Box bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat in der Degusta-Box befindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, kostet normalerweise 15,99 € pro Monat bzw. pro Box, weil es eine monatliche Box ist. Und es ist eine Foodbox, also eine Yum-Yum-Box und ich habe Hunger. Mir wurde schon mal in die Kommentare geschrieben, Claudi, jedes Mal, wenn du die Degusta-Box auspackst, sagst du vorab, dass du Hunger hast. Aber das habe ich wirklich. Ich setze mir das Unboxing dann ja auch meistens auf eine Tageszeit, wo ich dann ja auch Hunger habe. Jetzt ist es gerade 18.27 Uhr. Ne? Also Abendbrotszeit. Und Sammy hat schon was zu essen bekommen und mein Freund und ich noch nicht. Und vielleicht ist hier irgendwas drin, was wir heute Abend essen können. Denn hier hast du nicht nur Snacks drin, sondern halt auch einfach mal ein Brot oder sowas. Und ich freue mich immer so. Ich bin auch bewaffnet hier mit einem Löffel, ne? Für den Fall der Fälle, falls mal Marmelade drin ist und ich Marmelade probieren möchte. Und weil das ein Kooperationsvideo ist, ist auch hier in diesem Video eine Verlosung. Das heißt, ich kann eine Degusta-Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei und ich mache die Box jetzt erstmal auf. Denn sie ist noch völlig zu. Draußen regnet es in Strömen und ich habe ein bisschen Angst, denn morgen ist Sonntag und morgen, also sonntags Karnevalssonntag, quasi der Sonntag vor Rosenmontag, also Rosensonntag quasi. Und eigentlich wollten wir morgen auf den Karnevalsumzug. Ich hoffe, dass das was wird und dass wir nicht nass gerechnet werden, aber naja. Okay, die Box ist dieses Mal nicht bis nach oben hin gefüllt, Leute. Das heißt, wir haben Luft oben drauf. Was aber nicht heißen soll, dass da weniger viel Sachen drin sind. Wir haben hier tatsächlich immer einen Warenwert, der sich so um die 25 Euro befindet. Also in dem Sinne ist der Warenwert von den Produkten, die hier drin sind, höher als das, was du für die Box bezahlst, was ich richtig geil finde. Du wirst hier mit Produkten sowohl Oldie but Goldie, nein, Old but Gold, sag ich mal, überrascht. So Klassiker, als auch so Neuheiten, die in der, ich wollte gerade Drogerie sind, im Lebensmittelfachgeschäft eingezogen sind. Die sind hier mit drin, dass du halt so ein bisschen auch die neuen Produkte mit testen kannst. Denn es ist ja wirklich so, dass wir an der Fülle von Produkten in den Lebensmittelgeschäften überflutet werden. Und da fällt einem vielleicht dann nicht unbedingt auf, wenn da irgendwas Cooles Neues dabei ist. Und da ist die Degusta-Box tatsächlich ein Trendsetter in meiner Hinsicht, also in meiner Sicht. In meiner Sicht, ja, genau. In dieser Hinsicht. Genau, weil man da halt neue trendige Produkte erleben kann. Wir haben hier so einen Flyer drin, wo drin steht, was drin ist mit den Preisen der Produkte. Und dann hast du auf der Rückseite auch gerne mal so Rezeptideen mit den Produkten, die sich in der Box befinden, was ich ziemlich cool finde. Ja, dann habe ich hier noch einen weiteren Flyer drin. Was ist das? Genießend die Welt verändern. Oh, Maichok. Ich, du, passt. Hä? Okay, genieße, teile, lebe. Mhm. Das ist quasi hier noch eine Schokolade. Hatten wir doch auch schon mal in so einer Box mit drin, ne? Dass du halt Schokolade hast mit ganz viel Fairness und so weiter. Finde ich schön. Sowas mag ich auch gerne. Ich bin ein richtiger Schoki-Fan. Und dann ist es doch umso angenehmer und umso wohltuender, wenn du dann auch tatsächlich mit dem, was du gerade isst, auch noch was Gutes tun kannst. Und hier haben wir direkt das gute Stück. Vernasch mich. My Choco Cranberry Mandel. Hashtag mandelhaft. Aha. Was macht die? Genieße feinste belgische Schokolade. Und damit könnte ich meine Kollegin ja echt... die steht auf belgische Pralinen. Teile und unterstütze MYC-Hilfsprojekte. Mhm. Lebe den Moment. Okay. Mehr gibt es unter mychoco.com. Das ist eine Zartbitterschokolade mit Cranberries und Mandeln. Das ist so ähnlich wie Traubenuss, würde ich mal so schätzen. Ne? Also sehr, sehr dick und sehr schwer fühlt es sich an. Das ist so eine Papierverpackung. Und in dieser Papierverpackung hast du hier auch noch Infos mit drin. Name, Constantly, Alter 8 Jahre, Dorf, Ikombe in Tansania, Berufswunsch Köchin, Geschwister 6. Okay, das finde ich irgendwie schon gerade sehr herzerwärmend, Leute. Constantly lebt in dem Wasserdorf Ikombe in Tansania. Mit ihren Eltern und ihren 6 Geschwistern teilt sie sich eine 8 Quadratmeter große Hütte. In ihrem Zuhause gibt es keine Elektrizität und somit auch kein Licht.
was das Lernen sehr schwierig macht. Wenn Constantly groß ist, möchte sie unbedingt Köchin werden und in einer großen Stadt leben. Damit sie ihren Traum verwirklichen kann, unterstützen wir Ekombe mit dem Bau einer Schule. Schön. Schön. Ist echt schön. Hast du Bilder von Constantly mit ihrer Mutter, das Zuhause und die Familie, ne? Also hier siehst du dann halt auch, wo es hinkommt. Finde ich gut. Ist hier in Folie eingepackt. Safety first. Und wir probieren natürlich auch das eine oder andere hier. Also wenn es dich triggert, dass ich hier esse, sorry. Dann ist das hier wohl nicht das Video deiner Wahl. Ja, Zartbitterschokolade, ne? Also richtig dunkel. Ja, und das ist halt so special, ne? Weil das hier auch nicht diese ganz normalen, viereckigen, symmetrischen Geschichten sind, sondern da hast du echt unterschiedlich große Stücke. Oh, das sieht schon mal richtig gut von innen aus. Richtig cool und echt lecker. Als nächstes haben wir Kaugummis mit drin. Die habe ich tatsächlich in der pinken Verpackung in meinem Auto stehen. Extra Mega Peppermint, 35 Kaugummis. Und das ist halt eine eckige Verpackung. Die ist, finde ich, irgendwie auch ein bisschen platzsparender als die runden. Mag ich ganz gerne, finde ich ganz cool, ne? Bekommt jetzt mein Freund in sein Auto. Ja, ein Pechkeks. Was ist das? Hier kannst du es wenigstens kommen sehen. Wie süß. Das habe ich auch irgendwo schon mal in der Box mit drin gehabt, glaube ich. Das kommt mir gerade irgendwie bekannt vor. Ach Gott. Der ist einfach schon auf. Es ist ein schwarzer Keks tatsächlich. Was steht da drin? Auf jeden Topf passt ein Deckel. Dumm nur, dass du einer Auflaufform gleichst. Wie gemein! Auf jeden Topf passt ein Deckel. Dumm nur, dass du einer Auflaufform gleichst. Das ist echt gemein. Das ist wirklich gemein. Wobei, es gibt auch Auflaufformdeckel. Mann, das ist aber frech. Oh, sowas ist ein Traum. Alpia Schokobrezeln. Oh, salzige Brezeln umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Leute, das trifft voll meinen Geschmack, den ich liebe. Salzige Sachen mit Schokolade. Also quasi, ich esse ja auch unheimlich gerne Schokolade. So diese günstigen M&Ms, die Pindas. Und da esse ich mir dann gerne auch gleichzeitig Chips, also dieses süße und salzige gleichzeitig im Mund ist ein Traum. Oh. Das trifft jetzt gerade sehr meinen Geschmack, Leute. Nom, 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 nom. Ja, so schauen die Brezeln aus, ne? Das ist viel Schoki heute, finde ich gut. Boah. Hm. Könnte sogar gerne noch salziger sein. Mega Empfehlung. Voll lecker. Mm. Wingman Natural Energy mit Koffein aus Grüntee und Kaffee. Ein Schokocrunch. Das ist so ein Riegel. Mhm. Optimaler Wachmacher. 80 Milligramm natürliches Koffein aus Grüntee und Kaffee. Natürliche Power, rein pflanzliche Zutaten als Protein- und Ballaststoffquelle. Und voller Energieschub, leckeres Kraftpaket aus Früchten und Nüssen. Das muss getestet werden. Übrigens, in der letzten Legoster-Box hätte eigentlich auch ein Riegel drin sein sollen von Wheat Elements. War leider bei mir nicht mit drin. Wurde mir nachher zugeschickt. Habe ich in einem Video mit eingebaut. Habe aber das Video leider gelöscht, weil das ein ziemlich emotionales Q&A über das Thema Mobbing war. Wo ich euch so ein bisschen von Kraft tanken, nach vorne schauen, meine Erlebnisse und so weiter berichtet habe. Und weil das Video dann mittendrin doch etwas emotional wurde, habe ich das Video leider gelöscht. Ich habe aber vergessen, dass ich in dem Video auch diesen Riegel vorgestellt habe. Ich habe da nochmal mit Degusta-Box geschrieben und denen das auch erklärt. Und die haben da auch vollstes Verständnis für gezeigt. Da hat mir quasi mein Herz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, fällt mir gerade ein, wo ich den Riegel sehe. Deswegen, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich glaube, das war eins der wenigen Videos, die ich überhaupt jemals hier auf YouTube nicht veröffentlicht habe. Sonst veröffentliche ich ja alles, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber das war mir dann doch zu krass. Genau. Hier haben wir auf jeden Fall den Wachmacher in Oblaten. Dazwischen, ich denke, irgendwas mit Datteln und so. Es riecht schon mal ganz gut. Ja.
Da ist irgendein Crunch mit bei. Haselnüsse. Kann ich empfehlen, schmeckt richtig gut. Sowas ist für mich auf der Arbeit echt so ein Lifesaver. Wenn ich mal keinen Bock hatte zu kochen, ne? Von Maggi, thailändisches rotes Curry mit feinem Thai-Basilikum und Jasminreis. Machst du einfach Wasser drauf und dann hast du was zu essen. Das finde ich gut, es kommt mir zur Arbeit. Du bist ein Draußenesser, dann ist Bangkok deine Stadt, denn an jeder Ecke dampft und zischt es. Der Klassiker der Garküchen, rotes Curry mit duftendem Jasminreis. Ja. Kaffir, Limettenblättern und Thai-Basilikum. Kohaidia, das heißt guten Appetit. Kohaidia, muss ich mir merken, denn ich habe einen thailändischen Kollegen, den ich Anfang März tatsächlich treffe. Kohaidia, Claudia, merkt ihr, Kohaidia. Das heißt ja einen guten Appetit. Gut, cool. Gin, Cherry and Hibiscus Bramble. Smith and Sinclair. Das ist mit 7% Alkohol. Das ist eigentlich nicht unbedingt was für mich. Ich trinke ja nicht wirklich Alkohol. Ab und an, ja. Also ich bin da jetzt nicht allergisch oder so gegen, ne? Das ist ein Bramble. Eigentlich möchte ich gerne wissen, was ein Bramble ist, Leute. Eine Premiere auf diesem Kanal. Ich probiere das mal, weil ich weiß nicht, was es ist. Mit Gin. Ich mag, also damals, ich mochte noch nie Gin. Oh Gott. Das sieht ja aus. So wabbelig. So ein Wabbel. Riecht süß. Nach Hibiskus tatsächlich. Na, ich trau mich. Das ist schon so ein Gelee-Ball gerade gewesen. Schmeckst du so kein Alkohol raus, aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, ne? Ja, Alkohol-Cocktail-Gummies. Okay, nicht unbedingt mein Fall. Sicher eingepackt in Luftpolsterfolie aufgrund von, wir haben hier eine Glasflasche. Siehste, da habe ich natürlich nicht dran gedacht. Russian Wild Berry von Schweppes. Ja, das ist ein Getränk. Ja, kann ich sowas mit einem mit der Schere öffnen? Nee, kann ich nicht. Das ist aus Gummi. Das macht überhaupt keinen Sinn, Claudia. Das macht keinen Sinn. Es gibt Leute, die können das tatsächlich öffnen mit einem zusammengefalteten Stück Papier. Ich kann es nicht. Ich hole mir mal eben einen Flaschenöffner. Selbstverständlich aus dem Vera Adventskalender, den ich meinem Freund hier damals letztes Jahr geschenkt habe. Russian Wildberry. Prost. Das riecht schon mal ganz angenehm. Mit Kohlensäure. Mega lecker. Sehr lecker. Kann ich echt empfehlen. Sehr beerig. Ein bisschen säuerlich. Oh, voll gut. Das schmeckt gut. Ein rosa Getränk ist natürlich auch voll meins, ne? So, was haben wir hier? Lillet. Da muss ich an meine Ma denken. Die hat, glaube ich, damals mal Lillet getrunken. Maison Fondue en 1872. Okay, das ist, ja. Ja, das ist einfach Lillet. 17% Alkohol ist hier drin. Und das ist so eine kleine Mini-Flasche, die du halt so ein bisschen to go mit dabei haben kannst. Was natürlich super witzig ist, weil es ist ja aktuell Karneval. Das in der Handtasche und dann gehst du auf Rosenmontag oder so. Läuft. Rosenmontag sehe ich tatsächlich auch meine Mama. Weil wir gehen shoppen. Ja. Da werde ich auch hoffentlich bei TK Maxx vorbeikommen. 5cl sind hier drin. Soll man nicht in der Schwangerschaft trinken? Alkohol niemals in der Schwangerschaft trinken, das ist natürlich klar. Ja. Dann habe ich etwas drin von Teefee. Das ist ein Trinkzauber, der zuckerfrei ist. Und damit kannst du 30 Gläser machen. Hatte ich auch schon mal in der Degusterbox letztes Jahr, glaube ich, mit drin. Habe ich auf der Arbeit stehen und das habe ich immer so ein Strutz immer in mein Wasserglas gemacht. Und das stimmt wirklich. Also schmeckt irgendwie alles ein bisschen. Es hat einfach Geschmack, ne? Das war irgendwas mit Orange. Und das hier ist jetzt das Rote. Also dann wahrscheinlich irgendwas mit Beere oder sowas. Apfelsaftkonzentrat, Hibiskusextrakt. Lecker. Und das ist ohne Zucker, aber mit Stevia. Und das finde ich cool. Das ist ja dieser Zuckerersatz, ne? Das ist empfehlenswert. Das ist halt ein Konzentrat. Aber das hast du dann mit dabei und kannst dann quasi entweder für Kinder das Wasser attraktiver machen oder eben für dich selbst. Und das finde ich toll. Ne? Ja. Ach,
48 Milliliter. Mega witzige Füllgröße, liegt aber wahrscheinlich auch in der Größe der Flasche, ne? Oh ja, das hatten wir doch schon mal. Ein Erbsendrink. Princess and the Pea. Ist es mit Erbsen oder mit Kichererbsen? Weiß ich nicht. Das alles zeichnet Princess and the Pea mit Schokogeschmack aus. Oh, das ist mit Schokogeschmack. Oh, ja, das steht drauf. Das hatten wir noch nicht mit Schokogeschmack, ne? Von Natur aus laktosefrei, vegan und glutenfrei. Oh, mit feinem Kakaopulver, hoher pflanzlicher Proteingehalt, reich an Kalzium, mit Rapsöl. Oh, ich glaube, das hatte ich in klein. Princess and the Pea. Als Erbsendrink, das war nicht ganz so meins, aber mit Schoko. Da hat es wahrscheinlich auch noch eine gewisse Süße mit dabei, ne? Ja, ne, ist halt hier so eine schokomäßig gefärbte Flüssigkeit. Und dann sage ich doch einfach mal Prost. Ne? Schmeckt ungewöhnlich süß. Wenig nach Erbsen tatsächlich. Das schmeckt gut. Also wenn man halt so, wenn man schluckt und dann durch die Nase so ausatmet, dann schmeckst du auch so ein bisschen dieses Erbse, muss ich sagen. Aber es schmeckt nicht schlecht, wirklich. Also das ist eine gute Alternative, ne? Wenn du laktoseintolerant bist oder halt, keine Ahnung, nicht so gerne tierische Produkte zu dir nehmen möchtest. Es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und das werde ich tatsächlich auch meinem Azubi empfehlen. Meinem aktuellen Azubi, der nämlich sagt, er möchte auf tierische Produkte verzichten. Und da kann ich ihm das hier mal empfehlen als Erbsendrink. Das ist natürlich auch super, wenn du Sportler bist oder so, ne? 1a. Okay, ich sprach eben davon, wenn ich irgendwas mit Marmelade oder so habe, habe ich einen Löffel. Mhm. Von Greeters, ein Premium Mango Chutney ist das hier. Das kannst du garantiert auch ganz normal als Marmelade nehmen, ne? Ich glaube, ein Chutney ist ja quasi Marmelade, oder? Weil die Produktkennerin hier nicht. Keine Ahnung. Ich würde es jetzt als Marmelade bezeichnen. Great Taste Goal 2012. The Real Flavor of India. Okay. Authentic Indian Cuisine. Expertly created just for you. Von Greta. Greta. Mhm. Greta. Dann zeig mal. Warte, kannst. Boah, das riecht volle Suppe nach Curry. Ich mag nicht so gern Curry, muss ich gestehen. Ich sehe hier auch tatsächlich Kümmelsamen, wenn ich mich nicht täusche. So sieht das nämlich aus, wenn du halt so in dieses Glas reinschaust, ne? Ja, ich gucke skeptisch. Ich bin auch sehr skeptisch. So sieht das auf dem Löffel aus. Sehr faserig. Nee. Oh. Wenn du an Marmelade denkst und das kommt, irgendwie hat das was Geiles. Aber wenn du an Marmelade denkst, dann macht es überhaupt, oh, schockiert dich das. Oh. Das ist eine Soße für Hähnchen, Leute. Das ist keine Marmelade. Oh. Wenn ich Curry mögen würde, wäre das auch, glaube ich, voll mein Fall. Aber Curry und ich, wir sind nicht so die größten Freunde. So, ich habe mir jetzt hier die letzten Sachen mal eben rausgeholt aus der Box und stell die mal zur Seite, weil mir das dann doch etwas auf den Keks ging, dass die hier so standen. Zum einen haben wir hier von Jelly Belly die 10 Flavors, mal wieder mit drin. Also Jelly Beans hast du öfters mal in diesen Boxen mit drin. Ich glaube, letztes Mal hatten wir auch Jelly Beans mit drin. Oder vorletztes Jahr mal. Habe ich mit auf die Arbeit genommen und aufgegessen. Das kommt auch mit auf die Arbeit. Das finde ich immer ganz witzig, wenn ein Kollege sich dann einen Jellybean nimmt und das Gesicht so komisch verzieht, wie ich gerade, weil er mit was ganz anderem gerechnet hat. Finde ich cool. Komm mit. Ich bin schon frech, ne? Ja, ich bin furchtbar. Dann habe ich hier grüne Minze geriebelt. Das ist einfach von Kotani. Minze. Also quasi ein Gewürz. Grüne Minze duftet rein und erfrischend. Ihr Geschmack ist mentholhaltig und verleiht Speisen und Getränken eine orientalische Note. Mit Kotani grüne Minze können Sie all Ihre Speisen würzen, zu denen auch Zitrone passt. Ja, Minze und Zitrone passt zusammen. Bei orientalisch denke ich halt immer direkt an Curry, ne? Deswegen habe ich auch gerade so, wir kochen nicht so viel orientalisch, aber das wäre vielleicht mal eine interessante Kiste. Ich muss mal gucken, wo es seine Anwendung findet, aber ne, 9 Gramm sind hier drin.
Und wir gucken mal. Ich habe ja noch ein Jahr Zeit, um das zu verwenden. Und hier haben wir das letzte Produkt, worüber sich wahrscheinlich mein Freund freuen wird, weil der gerne Pringles mag. Hier haben wir eine Dose Pringles drin. Das ist halt eigentlich so ein Klassiker, aber neu. Rice Fusion, das heißt, du hast hier, ich glaube, sonst sind das Kartoffelchips, ne? Und das hier ist jetzt ein Reischip. Das ist dann ja glutenfrei. Nein, ich weiß nicht, was der Unterschied dann ist. Ist gesünder? Ich weiß es nicht. Und das ist mit Malaysian Red Curry Flavor. Ist es wieder mit Curry? Warum? Eine sehr curry-lastige Box hier. Nun denn, ich muss da mal durch, ne? Ich trinke mir noch einen Schluck Schwepps. Was übrigens immer noch richtig geil schmeckt. Ich fand übrigens den Slogan von Pringles damals ziemlich cool und finde es sehr traurig, dass es nicht mehr in der Werbung verwendet werden darf. Wer noch weiß, was ich meine, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aber am besten mit Leerzeichen oder mit Sternchen, weil ansonsten wird YouTube das wahrscheinlich sperren. Einmal nie mehr gestoppt. Genau, so, hier sind die, man kennt's, ne? So schauen die aus. Es schmeckt nicht so intensiv nach Curry wie das Chutney. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man die Chips nimmt und die hier reindippt. Wenn man ein mega Curry-Fan ist, ne? Schmeckt so ein bisschen wie die süß-saure Soße von Mc's, muss ich sagen. Wenn du diese Chicken Wings dir holst und dann die süß-saure Soße dazu, das schmeckt irgendwie gerade so. Hat was davon. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Ne? Das war jetzt tatsächlich die Box und sie hat mir gut gefallen. Die Sachen haben mir weitestgehend gut geschmeckt. Das ist halt sehr orientalisch, aber ich weiß nicht, hat das ein orientalisches Motto? Ich kann hier mal gucken. Filmabend im Februar ist das Motto. Passt ganz gut, weil wir gleich auch einen Filmabend machen, mein Freund und ich. Und das ein oder andere dabei snacken werden. Ja, ihr Lieben, mir hat es richtig gut gefallen und ich bin noch nicht ganz satt geworden, aber die Reste werden gleich noch vertilgt. Aber ich habe viele neue, coole Produkte kennengelernt. Das finde ich immer ziemlich klasse. Das muss ich wirklich sagen. Ja, ne? Und wenn auch dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Denn da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!